Moin Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch heute mal wieder nach etwas längerer Zeit zu einem Gewinnspielvideo. Gab es schon länger nicht mehr. Und bevor ich anfange, möchte ich Electronic Arts danken, beziehungsweise EA, denn die haben mir die ganzen Preise zur Verfügung gestellt, beziehungsweise euch zur Verfügung gestellt. Das freut mich. Schöne Zusammenarbeit. Herzlichen Dank an der Stelle und ja, fangen wir mal an. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, es geht um das Spiel Battlefield 3. Und zwar habe ich hier insgesamt 5 Preise für euch, von denen insgesamt 4 Leute gewinnen können. Den einen Preis mache ich noch in einen anderen Preis mit rein, sag ich mal. Und ansonsten gibt es insgesamt 4 Gewinner für 5 Preise. Ja, ihr wollt bestimmt wissen, was es ist, deswegen fangen wir gleich an. Erstmal die 2 Hauptgewinne möchte ich zeigen. Diese Artikel sind ab 18, die können nur Leute gewinnen, die auch 18 Jahre alt sind. Dazu komme ich aber später nochmal. Das sind natürlich, klar, die beiden Spiele. Battlefield 3, einmal für die Xbox 360 und einmal für die PlayStation 3. Für die PlayStation 3 haben wir hier die Limited Edition, da ist noch das Back to Carcant Erweiterungspack dabei. So sieht das Ganze aus, von hinten zeige ich euch auch nochmal. Und für die Xbox 360 ist es die ganz normale Version. Gibt ja auch eine Limited Edition, aber die hier ist normal. Es ist die deutsche Version von der USK, bewertet aber natürlich trotzdem 100% Uncut. Das werden die beiden Hauptgewinne sein. So, aber natürlich weiß ich, einige von euch sind nicht 18, sogar die meisten von euch. Und da habe ich natürlich noch ein, zwei Gewinne aufgetrieben, die auch ihr gewinnen könnt. Ansonsten wäre es ja ziemlich blöd. So, und zwar habe ich dort zweimal für euch organisiert dieses wunderbare Battlefield 3 T-Shirt, was ich sogar noch besser finde als die Spiele, um ehrlich zu sein. So sieht's aus. Vorn, hinten haben wir nur im Nacken nochmal EA stehen. Dieses T-Shirt gibt es einmal in L und einmal in der Größe M. Sehen beide ganz genauso aus, unterscheiden sich nicht. Das sind die 4 Preise, die ihr gewinnen könnt. Und dann gibt es noch das hier. Ja, fragen sich einige, was es ist. Das ist ein 4 GB USB-Stick in Form dieser Patrone. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt nochmal von der Nähe. So schaut das aus. Und wer das gewinnt, das sage ich am Ende des Videos nochmal, wenn ich ja beschreibe, wie ihr denn gewinnen könnt. Wie kann man gewinnen, beziehungsweise wie könnt ihr gewinnen? Ja, das möchte ich euch hier kurz näher bringen. Auf jeden Fall solltet ihr hier ordentlich aufpassen. Es steht zwar auch nochmal unten in der Beschreibung, aber guckt euch bitte alles an, damit ihr es versteht und nichts falsch macht und dann eventuell noch disqualifiziert werdet. Das wäre eine blöde Sache. Also, als erstes müsst ihr natürlich ein Abonnent von mir sein. Ganz klar, ich mache ein Gewinnspiel für meine Abonnenten, nicht für irgendwelche Leute. Zweitens müsst ihr einen Daumen geben und das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Das war beim letzten Mal ein bisschen missverständlich, da habe ich es nicht so ganz genau gesagt, deswegen sage ich dieses Mal Daumen und Favoriten. Wisst ihr Bescheid? Sollte, glaube ich, relativ verständlich sein. Und danach, als drittes, schreibt ihr mir nichts in die Kommentare, sondern ihr schreibt mir eine Mail. Ja, und wie das abläuft, beschreibe ich euch jetzt. Denn es gibt da 2 verschiedene Formen. Wenn ihr die beiden Spiele gewinnen wollt, ich zeige sie hier nochmal kurz, beziehungsweise natürlich eins der beiden Spiele, ihr gewinnt nicht beide auf einmal, wäre auch irgendwie schwachsinnig, beide Spiele für eine Konsole zu haben, auch wenn es da manche Leute gibt, die das haben. Wenn ihr eins der Spiele gewinnen wollt, dann müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Und dann schickt ihr mir eine Mail, die wie folgt ausschaut. Im Betreff schreibt ihr PlayStation 3 oder PS3, wenn ihr wollt, oder Xbox 360, also je nachdem, welche Version ihr gerne hättet. Für die PlayStation 3 natürlich PlayStation 3 und für die Xbox 360 natürlich Xbox 360. Sollte klar sein. Das sollte im Betreff drinstehen, damit ich weiß, welche Version ihr gewinnen wollt. Danach schreibt ihr mir in die Mail euren YouTube-Namen rein, beziehungsweise euren YouTube-Account. In meinem Fall wäre es zum Beispiel Chris the Dodo. Schreibt ihr einfach rein und dann habt ihr schon fast gepackt, denn ich muss ja irgendwie wissen, dass ihr 18 seid. Da schickt ihr mir bitte ein Foto oder eine Kopie eures Ausweises. Wichtig ist dabei, dass ich euer Alter sehe und euren Namen sehe, euren vollen Namen. Denn nur an diesen Namen, wenn das Alter denn stimmt, werde ich auch den Preis schicken, nicht an irgendjemand anderen. Was derjenige dann mit dem Spiel macht, ist mir ganz egal, ob er das verschenkt,
weitergibt, verkauft oder selbst spielt. Das wäre natürlich am besten. Der Rest ist mir ganz egal. Ihr könnt von mir aus das Bild zensieren, ihr könnt von mir aus, keine Ahnung, wo ihr herkommt, zensieren, welche Staatsangehörigkeit ihr habt. Das ist mir ganz egal. Hauptsache ich sehe euer Alter und euren Namen. So, für alle, die nicht dort mitmachen wollen, also nicht das Spiel gewinnen wollen oder noch nicht 18 sind, die machen Folgendes. Die schreiben mir ebenfalls eine Mail mit dem Betreff T-Shirt und dort schreibt ihr euren YouTube-Namen rein und das war's. Ihr müsst keine Ausweiskopie oder sonst was mit beifügen, dann habt ihr schon gepackt. Wenn ihr 18 seid, also das 18er-Ding gemacht habt, dann schickt ihr das Ganze an battlefield-gewinnspiel-ab18@web.de und wenn ihr das T-Shirt gewinnen wollt, schickt ihr das Ganze an battlefield-gewinnspiel@web.de und dann habt ihr es geschafft, dann seid ihr schon dabei. Aber wie sieht das nun mit diesem, mit diesem USB-Stick in Patronenform aus, fragen sich jetzt einige. Kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass ich sie einige fragen. Ja, ganz einfach. Den verlose ich nochmal unter den vier Gewinnern, sprich einer der vier Gewinner bekommt den dann. Und ja, dann haben wir insgesamt vier Gewinner mit jeweils entweder einem Spiel oder einem T-Shirt. Und einer der Gewinner bekommt noch diesen schönen USB-Stick, den ich ja ziemlich geil finde, um ehrlich zu sein. Ich würde damit ein bisschen selbst behalten. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, dann müsst ihr euch allerdings auch noch an ein paar Regeln halten, das ist ja ganz klar. Wie immer, jeder darf nur einmal mitmachen. Ich möchte, dass das fair bleibt. Ich will, dass jeder die gleiche Chance hat. Und wenn ihr irgendwie zweimal mitmacht, zweimal der gleiche Name, zweimal der gleiche YouTube-Account oder wenn ihr mit einem anderen YouTube-Account nochmal mitmacht, dann werdet ihr disqualifiziert. Das ist klar, das war auch bei den letzten Gewinnspielen so und das möchte ich auch weiterhin so handhaben. Das Gewinnspiel hat jetzt am 11.11.2011 begonnen und endet am 18. November um 18 Uhr, ja. Sehr schön. Das ist auch ein Freitag. Müsst ihr euch nicht irgendwie anstreichen. Da kommt dann natürlich im Laufe des Tages danach irgendwann ein Video, wer denn schlussendlich gewonnen hat. Auslosen werde ich wieder mit einem Zufallsgenerator oder mit Zetteln, die ich so ziehen werde. Falls ihr damit nicht einverstanden seid mit dem ganzen Zeug hier, dann solltet ihr besser nicht mitmachen. Und um nochmal auf die Sachen mit dem Personalausweis zurückzukommen, ich gehe mit euren Daten natürlich sehr vertraulich um. Die werden nur von mir eingesehen und sobald das Gewinnspiel zu Ende ist, werden die rigoros gelöscht. Alle Mails werden gelöscht mit dem ganzen Anhang und so weiter. Da bleibt nichts irgendwie auf meinem Rechner oder sonst was. Da braucht ihr keine Angst haben. Jo. Das war's dann auch von mir. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Schaut unten in die Beschreibung rein. Dort seht ihr auch nochmal alles. Oder schaut euch das Video nochmal von vorne an, falls ihr nicht alles richtig verstanden habt. Dann sollte es keine Missverständnisse geben. Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch viel Glück, eventuell auch Spaß. Ich habe an so einem Gewinnspiel wirklich immer Spaß, auch wenn manchmal blöde Fragen kommen. Aber trotzdem, im Endeffekt habe ich wirklich Spaß dran. Ich organisiere sowas gerne. Ja, das war's von mir. Viel Glück, wir sehen uns spätestens dann wieder, wenn die Auslosung ist. Derweil könnt ihr euch noch andere Videos angucken von mir, die zu Battlefield schon gekommen sind, zum Beispiel das Gameplay oder der erste Teil des Reviews, der zweite Teil kommt ebenfalls nochmal online. Verlinke ich euch auch nochmal unten in der Beschreibung, könnt ihr mal gerne draufklicken, wenn ihr wollt. Und jo, das wär's dann von mir, macht's gut und haut rein.